Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind einmal vorgestellt. Und zwar ist das Vorschau Nummer 5 von Voxel Tycoon. Wir hatten letztes Mal hier geguckt. Da sind die Dingensverhältnisse schlecht. Die wollen wir verbessern. Dafür kaufen wir nach dem Intro einen LKW. Bis gleich. So, dann tun wir hier in dieser Garage ein Fahrzeug kaufen. Das für Kohle kaufen wir, auswählen, Halt hinzufügen, runter zum Kohle-Depot oder Terminal, laden hier auf, machen das voll und entladen tun wir oben bei dem anderen Terminal, wo der Abnehmer das Heizkraftwerk ist. Entladen soll da auch voll entladen und individuelle Route gab es nicht. Nee, machen wir neu. Kohle zu Melrich statt Ost. Dann können wir die immer wieder verwenden, ne? So, und dann müssen wir hier noch starten. Gut, dann sind wir da schon mal durch. Ich mache mal Stufe 2, dass die Autos ein bisschen schneller fahren, weil wir ja Geldknappheit haben, so ein bisschen. So, jetzt müssen wir nur gucken, was wir da machen. Als nächstes müssten wir eigentlich dann weitere Fahrzeuge kaufen, damit wir mehr transportieren können, ne? Und damit das hier oben auch besser wird. Ja. Ist ein bisschen, ach, ist jetzt auch hier schrecklich geworden. Ja, der Preis darf nicht sinken, das ist auch klar, aber es muss genug da sein, damit sie nicht pleite gehen. Das ist das Beste, was man dann tun kann, ne? Okay, was macht unsere Forschung hier? 2500 und es kommt gerade kein Holz an, aber... Da oben fährt ein Holz-LKW in die falsche Richtung, das heißt, der dreht und fährt hier runter und wird uns da gleich auch das bringen, denke ich. Und dann geht es hier auch wieder voran. Ja, da ist er. 44 von 55, also da geht es auch voran. Gut, dann schauen wir mal, was es macht. Geld 3,6, das ist noch nicht ganz so viel. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis Geld reinkommt wieder. Ja, hier unten. Ach so, da ist Eisenerz gefordert. Da war Holz. Neue Verkaufsstelle. Birges akzeptiert jetzt Kohle. Ich wollte Waren sagen. Birges, da ist das Kohlekraftwerk. Okay, das bedeutet, wir müssen da zum Heizwerk was hinliefern. Und unser Ding ins Depot ist hier. Außerhalb der Reichweite. Das heißt, wir müssen dann ein Depot bauen. Jetzt haben wir gerade 6700. Das ist die Frage, was machen wir zuerst? Wenn wir hier jetzt ein Depot irgendwo hinbauen in der Nähe, dann haben wir ein teures Depot gekauft, aber wir haben keine Kohle gekriegt dafür. Also wir bezahlen Kohle fürs Depot, können aber nichts anliefern. Deswegen wäre es sinnig, erst einen LKW zu kaufen. Den LKW lassen wir zum Beispiel dann hier weiter Kohle nochmal bringen. Dann wird das stärker hier und der Umsatz, den der macht, dann fließt dann sozusagen da rein, dass wir schneller hier das Terminal bauen können. So werden wir es machen, das macht Sinn. Gut, ja, dann müssen wir hier gleich wieder ein Fahrzeug kaufen, aber das waren 25.000, ne? Dann lassen wir den einen LKW erst auf dieser Route laufen, den wir gerade eben schon hatten. Und wenn das passt, na, dann warten wir, bis wir Geld genug haben. Wenn wir Geld genug haben, können wir das Terminal bauen und dann schützen wir den einen LKW um. Fahrzeug Nummer 16 dürfen wir nicht vergessen dann. Aber das kriegen wir schon. Jetzt ist es ja mit dem Geld erstmal hier noch, dass das was wird. Nacht wird's. Müssen wir gucken, ne? Ja, Geld muss jetzt reinkommen, das ist das Wichtigste. Hier befinden sich keine Fahrzeuge, ja, weil wir erst noch 10.000 Euro brauchen. Ne? Nicht mehr ganz, wir sind jetzt schon ein bisschen besser geworden, jetzt sind es gleich nur noch 5. Okay, kriegen wir hin, denke ich. 22... Na komm, mach mal jetzt hier mit dem Geld. 21,3. Kredit können wir nicht mehr aufnehmen, ne, oder? Nee, Line geht nicht mehr. So, 25,3. Wir haben aber erst 21,8. 22,1. Jetzt 23 gerade. 23, fast 24.
So, jetzt noch zwei, drei LKWs mit ordentlicher Ladung und wir haben das Geld zusammen, oder? 24, 25,3, knapp drunter. Jetzt geht's. Ich warte aber noch ein bisschen, bis wir ein bisschen mehr haben. 27, damit wir es auch halten können, ne? So 29 will ich sehen, dann geht's. Ja, siehst du, da haben wir einen Monat bezahlt und nur 19, dann wären wir 5000 in der Miese. Das wäre nicht gut gewesen, denke ich. Zweiter März ist angefangen, ne? So, jetzt kommt auch wieder Geld rein. 20. Na komm schon jetzt. 21. Na, jetzt aber, komm. Jetzt kommt's Geld aber, oder? Was sagt der Monat 7. So, jetzt muss es langsam mal grün werden hier. Gut. Klein bisschen warten wir noch. Bis wir 26 haben. Ja, komm, jetzt können wir kaufen. So, das Fahrzeug können wir diesmal auf die Kohle zur Melderichstadt schicken und starten das Fahrzeug. Läuft, ne? So, der fährt jetzt auch ein bisschen Geld für uns ein. Und die nächsten Kohle, die jetzt, das nächste Geld, was jetzt reinkommt, weil Kohle kommt jetzt zwar auch rein, aber das, dann bauen wir hier irgendwo ein Dingens für den dahin, weil der hier ist ja da, in dem Bereich. Hier kann nochmal eins hin und dann machen wir hier eins hin, ne? Sollte dann klappen. Straße. Terminal. Und das muss hier irgendwo hin. Können wir mal drehen, glaube ich. Die Straße kürzer wird, kostet hier das günstigste ist 25,5. Ich würde schon gerne weiter links machen, damit wir hier an dieser Hauptstraße näher rankommen. Ne? 21. Ja, muss hier sein dann. So, jetzt müssen wir warten, bis wir die 20.000 zusammen haben. Ne? Stufe 3. Mal ein bisschen schneller die Autos fahren, damit ein bisschen mehr Geld schneller reinkommt, oder? So. 13. Monat 21. März. Brauchen wir. Wieso ist denn da nur ein Minus unten drunter? 18. 25. März. Warum machen wir so viel Verlust gerade? Jetzt geht es erst in die grüne Zahl. Jetzt kann ich es kaufen. Ich warte aber noch ein bisschen. So, jetzt können wir. Nachfrage gestiegen. Die regelmäßige Lieferung wuchs. Das Unternehmen Heubach akzeptiert mehr Eisen. Okay. Gut, dann ist das geklärt. Terminal haben wir. Jetzt brauchen wir aber die Straße noch dahin. Jetzt haben wir natürlich Minus. Die muss dann so dahin. 8.200 kostet mich der Spaß dann. Da müssen wir noch warten, bis das kommt. Aber wir haben schon April, das ist schon mal gut. Wir sind auch wieder im Plus. 8.200. So, einen kleinen Moment noch warten. Glückwunsch, Forschung, Holzverarbeitung ist abgeschlossen. Die Stadt wächst gerade, wie wir da oben gesehen haben auch. Es sind zwei Häuschen hingekommen. 8.200, komm jetzt. Haben wir das Geld, jetzt bauen wir die Straße. So, jetzt müssen wir Fahrzeug 16 finden. Jetzt lassen wir die Geschwindigkeit wieder auf 2 machen. So, Fahrzeug 16 war das eben. Oh, ich kann die gar nicht so schnell anklicken, ne? Fahrzeug 2. Gibt es hier eine Fahrzeugliste? Bestimmt, ne? Wo war die Liste? Forschung jetzt. Ach, hier ist die Liste, glaube ich, ne? Fahrzeug 16. Und das kriegt jetzt wie kriege ich das jetzt gelöscht? Warte, wenn ich das anklicke. Nee. Hier muss man irgendwo bearbeiten können. Fahrzeug folgen. Z.
zum Depot schicken? Nee. Details. Statistiken. Wo kann ich denn das Fahrzeug jetzt umändern? Hier auf den Fall? Nee. Individuelle Route. Halt hinzufügen. Okay, ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. So, halt mal da an, lade da voll. Und neuen Halt hinzufügen. Das ist jetzt hier irgendwo gewesen, ne? Wo ist das neue Depot? Da. Und entladen. Auch voll entladen. Und speichern als. Kohle zu Birge Südost. Okay. Und Fahrzeug fährt schon, ne? Aber hoffen. Warte mal, ruf den nochmal auf. Aber ich glaube, der kommt da gerade schon, ne? Oder? Ne, doch nicht. Wo ist die Kamera hier? Mitfahren? Ne, mitfahren wollte ich nicht. Fahrzeug folgen, da ist er. So, dann bringt er das erste Mal da was hin. Das ist ja schon mal gut, oder? Ah, die haben alle individuelle Routen, ne? Das ist jetzt nicht so dolle. Da haben wir geschlafen beim Bauen. Man kann ja diese Routen hier festlegen. So, da haben wir den ersten Kontrakt. Die haben Kohle erhalten. Gut, okay. Sehr gut, das ist schrecklich, aber jetzt müssen wir auch, wir haben auch schon gleich das Geld wieder zusammen, um einen neuen LKW zu kaufen. Da ist das Depot. 2. Mai ist auch schon durch und wir haben noch fast das Geld, um zu kaufen. Das ist schon mal gut. Dann kommen 2. LKW da drauf. 23, 24. Nicht ganz. 23 wieder runter. 24. So, jetzt muss es gleich klappen. Kaufen wir. Fahrzeug. Das war hier Wege Südost. Und starten. Fährt. Bringt auch Kohle dahin. Sollte besser werden. Gut, dann haben wir das auch schon. Was war jetzt eben hier mit der Meldung, dass irgendwer wäre... Ach, Holzverarbeitung erstmal. Forschung abgeschlossen. Was passiert mit der Forschung? Neue Forschung starten. Holzbearbeitung. Was ist jetzt hier möglich? Schreinerei, Möbel, Holzrahmen. Fertigung. Da gibt's Eisenbahn. Okay. Eisenfötung, neue Verkaufsstelle, es wird jetzt Holzbretter. Okay, wir müssen was mit Bretter machen. Dampflager, Forschung, Holzbearbeitung. Jetzt hier Bretter? Ja, achso, wir können jetzt hier die Kreissäge dann bauen, oder? Die gab es ja bestimmt hier bei der Industrie und bei Verarbeitung, ne? Ja, da ist er. Gut, das bedeutet, wir müssen die Holzverarbeitung weiterbringen. Und wo war jetzt diese Station? Melderich, Heuschung, neue Verkaufsstelle, Melderichstadt, da. Haben wir da ein Depot in der Nähe? Natürlich nicht, oder? Das ist jetzt nicht im Einzugsbereich, leider. Das heißt, wir müssen hier irgendwo noch eins bauen wieder. Ja. Das wird schwierig. Da müssen wir das Geld für... Ach, haben wir schon das Geld für zusammen für ein Terminal zu bauen. Das Terminal wäre jetzt aber... Ja, im Endeffekt kannst du es auch nicht umändern. Also das würde hier schon mal funktionieren. Ich würde es dann auch bauen, ne? Zack. So, wenn das Terminal da ist, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir die Kreissäge als nächstes zusammenkriegen, die hier hin muss. Ja. Jetzt wird's spannend, ne? Förderbänder. Förderbandgerät. Das ist ein Verteiler und das ist ein Verbinder. Der Verbinder muss dann hier dran, ne? Kann ich den rotieren? Ja, kann ich mehrfach rum? Kursor höher? Ne, ich glaube, das müssen wir erstmal so lassen. Ja, wir müssen den da dran bauen.
Machen wir dahin. Fahrzeug ist unreif. Hat in den letzten 30 Jahren kein Geld eingebracht und Fracht transportiert. Okay, da muss ich gleich mal gucken. Das Teil baue ich jetzt erstmal hier. Lass mal gerade das Fahrzeug gucken. Wo steht das denn? Ach, das ist unser Fahrzeug hier für Forschung, ne? Kann das sein? Liefert das da immer noch Holz an? Wo ist das Depot da? Gerade gespeichert. Ah, das wird das sein. Können wir denn hier noch was machen? Neue Forschung starten. Holzverarbeitung, Forschung 2. Lager. Gleise. Bergbau. Ich glaube, hier kann man nichts mehr mit Holz, oder? Nee. Das Geschäft sind wir mit der Versorgung wählen, deshalb wird jetzt weniger Kohle. Okay, das war klar, dass das kommt. Wir müssen das Fahrzeug, was jetzt hier das Holz anliefert, finden. Das ist Melrichstadt Anbau. Ach, das ist er hier schon. Gut, dann muss er jetzt Holz zu denen da bringen. Ich hoffe, das passt. Gut. Und die Forschung hier haben wir immer noch nicht gemacht. Holzverarbeitung. Holzverarbeitung ist das. Kriege ich aber erst, wenn ich Fertigung habe. Fertigung ist das hier mit Eisenbahn. Das ist Forschen. Da müssen wir hier aber was hinbringen. Und zwar Eisenbahn, die wir auch noch nicht mal haben wahrscheinlich. Okay, lass uns hier weitermachen. Wir müssen jetzt hier erstmal ein Förderband machen. Ah, da kriegen wir schon die Säge zusammen. Ja, die kriegen wir schon zusammen. Lass uns gerade die Säge holen. Die war hier, da. Ich glaube, es ist... Es ist egal, wie rum das da reinläuft. Ich glaube schon, oder? Die sollen erstmal Bretter machen. Und das ist tatsächlich doch falsch rum, oder? Kann ich das drehen? Wähle ein Rezept. Holzbretter passt schon. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich das Förderband da noch dran kriege. Ja, es ist tatsächlich falsch rumgelaufen, ey. Shit. Gut, dann muss ich das wieder abreißen. Bagger. Dann ist das halt so. Förderband. Jetzt läuft das tatsächlich falsch rum, ne? Wäre es auch andersrum gegangen? Ich glaube schon, ne? Jetzt kriege ich das da nicht hin zum Dingens, zum Lager. Ey, du glaubst es doch nicht, oder? Jetzt muss ich da nur irgendwie hoch. Geht das denn mit hoch? Brücke bauen. Brücke hier rüber geht nicht. Läuft, oder? Brech's ab. Ja, möchte ich abreißen, muss ich abreißen. Förderband wieder aufrufen. Förderband muss erst nach da. So, jetzt Brücke bauen. Geht das jetzt hier nicht rüber oder was? Ich kann ein Förderband nicht über die Straße bauen oder wie sehe ich das?
Ah doch, wenn ich wahrscheinlich hier die Höhe variiere. Oh, das kann jetzt nicht sein, oder? Okay, das funktioniert auch nicht. Neueste Erkenntnisse, baue das nicht so. Baue das auch nicht so. Förderband wieder. Geht das so? Das wird so gehen. Baue eine Brücke. So haben wir sie gebaut. Baue es dahin. Und baue das Ding gedreht dahin. Das funktioniert. Jetzt noch das Förderband hier vorne anschließen. Oh Mann, ey, das hat ja gut geklappt. Wieder weg. Nein, Förderband. Förderband gebaut. Jetzt läuft's, oder? Sieht erstmal gut aus. So, jetzt lagern wir da auch das ein. Individuelle Routen. Okay, jetzt brauchen wir die neue Verkaufsstelle, war für Holzbretter, die ist da. Das Lager ist auch da. Fahrzeug kaufen dafür. Haben wir so viel Geld? Ja, haben wir. So, jetzt braucht man ein Fahrzeug, was das transportieren kann. Das ist dieser hier. 30 geht. Kaufen wir. Fahrzeug. Halt hinzufügen. Da. Laden. Voll. Und da hinten hin. Hierhin, halt hinzufügen, den, entladen, voll, speichern unter, Holz zu Melderich Stadt Nord und starten. So, das ist unsere erste Wertstoffkette, die wir jetzt gebaut haben. Sehen wir hier, ich glaube, der ist das, ne, oder? Können wir jetzt beobachten, wie er Holz auflädt. Ja, das funktioniert schon mal. Gut, dann werden wir da gleich die erste Lieferung abgeben, wenn er hier jetzt kommt. Und dann sind die glücklich. Baumarkt hat die erste Lieferung Holzbretter erhalten. Sehr schön. Gut, das würde bedeuten, wir warten jetzt noch eine Runde, bis wir hier wieder Geld zusammen haben. Dann müssen wir hier wahrscheinlich noch die Kohle einmal ein Fahrzeug drauf machen. Schätze ich mal, obwohl schlecht ist, gar nicht mal so schlimm. Müssen wir mal gucken. Und hier müssen wir dann auch noch ein weiteres Fahrzeug machen. Das machen wir aber bestimmt in einer weiteren Vorschau noch. Wir sehen uns dann in der nächsten Vorschau. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo macht. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und wenn ihr euch die Glocke anmacht, kriegt ihr mit, wenn ich die nächste Vorschau oder irgendwas anderes hochlade. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.